Joho, Guild Wars 2 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Wir befinden uns auf der Suche nach dem Meister des Friedens. Und das führt uns sehr weit durch die Wüste. Durch die Silberwüste. Um silbrig glänzenden Himmel. Und den giftigen, verseuchten Kreaturen. Hey, ein Mordrim-Drescher, mit dem habe ich auch gerade so wundervolle Erfahrungen gemacht. Dann will ich doch gleich nochmal mitspielen. Au, ab! Habe ich dich unterbrochen? Das tut mir leid. Nein, du bleibst auf der Stelle stehen. Hier wird nicht gewirbelt. Weißt du das? Friss Felsbrocken! Immer abhauen müssen. Bleib doch mal stehen. Oh, jetzt ist mein Golem kaputt. Du hast mein Golem kaputt gemacht. Jetzt nicht so gut. Verschämtheit. Was hast du jetzt davon? Scheußliche Kreatur. Aber der ramponierte Stoff. Okay, jetzt müssen wir hier durch. Die armen Tiere hier, die Hyänen, die Verschlinger, die müssen alle mit diesem Mordrim zusammen sich arrangieren. Das muss doch mega anstrengend sein. Oh, ein Skripttunnel. Na dann, nichts wie rein. Ich meine, als Asura passen wir da sowieso gut durch. Paktluftschiffe. Oh. Jetzt. Oh, noch ein Versteck. Betrete das Labyrinth, ja? Oh. Labyrinth klingt schon mal wieder spaßig. Dunkel und lauschig. Aber hey, ich kann wenigstens meine Ausrüstung hier reparieren. Na, dann treffen wir uns mal mit Case. Ach, das ist so schönes Artwork. Ace? Eure Freunde und ich verfolgten den Meister des Friedens hierher, doch diese Ranken brachen hervor und trennten uns. Na toll. Einige wurden fortgeschleppt und ich verlor sie in dem Chaos. Ihr müsst wissen, dass auch ein besonders großes Raubtier hier bei uns ist. Noch besser. Dann suchen wir mal die Verbündeten hier. Ich glaube, den konnte man besiegen. Kurzzeitig. Der kam dann zwar wieder, aber man konnte ihn wenigstens kurzzeitig platt machen. Aua. Hey, hey, hey. Ja? War nicht so hyperaggressiv hier. Wäre da. Wäre wesentlich einfacher, wenn wir unsere Verbündeten an unserer Seite hätten. Ach, da ist auch noch so eine blöde Dschungelranke. Die nerven hey, natürlich immer. Seid ihr das? Ich bin hier drüben. Majory! Ich hoffe, ob ihr rüberkommen könnt. Natürlich. Einmal hier rum. Wow. Wir müssen zu Kashmir gelangen. Ihr wisst nicht, wo Kashmir ist? Was ist mit den anderen? Mein Herz rast, all diese Ranken. Alles wird gut. Atmen. Wir werden alle finden. Fein, mir geht es gut. Wenn ich mich konzentriere, kann ich Lebenskraft spüren. Es ist kein starkes oder zuverlässiges Gefühl, aber vielleicht kann ich uns zu Kashmir und den anderen führen, bevor es zu spät ist. Konzentriert euch auf eure Nekromagie. Wir werden es zusammen durchstehen. Ach ja, ein Negro. Das werdet ihr bereuen. Der ein Großschwert tragen kann. Was für ein wegweisender Hinweis auf die Erweiterung. Na, da ist nichts. Kümmern wir uns erstmal um die Ranken. Case ist auch schon wieder. Oh, da kommt wieder dieses eklige Viech. Nee, hau ab, Mann. Das nervt. Wie was anderem mit deiner Mutter. Ey, nee.
ich liebe meinen Golem. Schön unterbrechen, bitte. Danke. Habe mich nie besser gefühlt. Ausblenden. Nope. Nope. Oh. Bums. Bums. Hi, Case. Schön, wenn ihr es so haben wollt. Alles in Ordnung? Die Bestie wird bald wieder auferstehen. Da ist noch eine Ranke. Erledigen! Attacke! Woo! Noch mehr Kreaturen. Morderim Drescher. Oh, diese Viecher sind so abartig. Nein, hau ab. Ich will keine Pein haben. Liebe ja Pein, so als Zustand ist echt lustig. Ich habe was getroffen. Meine Beweglichkeit ist beeinträchtigt. Wer ist da? Boss, seid ihr das? Oxy! Möglich, dass wir durch diese Ranken hindurchkommen. Vielleicht kann eure Freunde helfen. Dafür müssen wir da aber erst hinkommen. Da ist zu. Dann müssen wir da außen rum. Das sollte aber kein Problem sein. Es sieht ganz danach aus, als könnte man durch diesen... Oh, jetzt ist schon wieder dieses Mord drin Ding. Maximum. Jetzt könnten wir hier lang und so zu Roxy gelangen. Hallo, Roxy! Alles cool bei dir? Habt ihr Graham gesehen? Nein. Macht doch sicher mehr Krach als ein Bock in einem Dornengestrüpp, so groß wie er ist. Hey, wir haben etwas zu erledigen. Bram ist noch immer fort. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit die Ranken uns geschnappt haben. Keine Sorge, wir werden das ihn finden. Wenn wir nur durch diese Ranken könnten. Ich habe gar einige Muster in den Ranken ausmachen können. Stellen, wo sie schwächer als sonst wo. Schwächer sind als sonst wo? Was habt ihr denn da drüben schon wieder gefunden? Wenn wir zu so einer Stelle kommen, glaube ich, dass ich sie durchtrennen kann. Gut zu wissen. Na gut, bleibt beisammen. Lass uns Bram finden. Müssen wir da vorne erstmal wieder Ranken platt machen. Wir sind jetzt zu dritt und wesentlich stärker. Ich würde sagen, die Stelle, wo die Ranken verwundbar sind, wäre dann gleich hier unten. Hut auf Maximum. Zurück. Ich habe, was wir brauchen, um durchzubrechen. Sehr gut. Wir wissen aber nicht, was da drüben ist, also seid wachsam. Ich bin immer wachsam. Der Morderim Hund ist auch schon wieder. Wir sehen uns auf der anderen Seite. In unserer Nähe. Oh, Hundis. Die kleinen Wölfe, wie wir ja festgestellt haben, halten nicht viel aus und auch ganz schön schmerzhaft. Okay, das bedeutet, wir könnten hier unten lang. Aha. Und da, wo der Hund gerade lang geistert, einer unserer anderen Verbündeten. Wir gehen also lieber... Hier? Was denn? Wo ist denn da schon wieder was? Ach Kinder, kriegt doch nicht immer random Aggro auf weit entfernte Ranken. Oh, ich habe so keine Lust auf diesen Hund. Lass uns hier lang gehen. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Zumindest laut Minimap. Hi. Ach, jetzt hat er uns gesehen. Großartig. Na los doch! Schlag mich! Habe ich denn das Zeug jetzt dran gestellt? Aha. Ja, da oben steht das gut. Ne? Meine Netztürme funktionieren auch von erhöhten Positionen. Na gut, der bleibt jetzt hier erstmal liegen. Soll er doch. Und wir gehen... Kinders? Wo habt ihr denn da noch eine Ranke gefunden? Ach komm, lass doch die Dschungelranken in Ruhe. Die können doch nichts. Das genügt. Habt ihr da noch Morderim Drescher angezogen? Kommt hierher. Lass die Morderim Drescher in Ruhe. Nicht angreifen. Der Hund ist gleich wieder aggro. Wir sollten hier schnell weg. Huch, der Hund portet sich durch die Gegend. Gut. Ich dachte, ihr seid tot. Graham? Schafft ihr es bis zu mir? Ja, klar. Ich störe mich so lange nicht komplett. Ups. Ups. Na los doch!
Dann lässt sich doch von allem von mir treffen, ha? Was ich kann. Zack. So, der Mordrin Drescher wäre ausgeschaltet und die Hülle geblendet. Sehr gut. Oh. Sie jedes Mal durchdreht, wenn so eine Dschungelranke sie anhält. Das werdet ihr bereuen. Ihr habt mich mit eurem Gift angesprüht. Das ist ekelhaft. Foxy. Zurück. Ich habe, was wir brauchen, um durchzubrechen. Das ist komischerweise plötzlich auf der anderen nicht, Seite. Wir wissen aber nicht, was da drüben ist. Also seid wachsam. Graham. Alles in Ordnung. Froh, dass ihr hier seid. Jetzt können wir richtig was zerkloppen. Das letzte Mal, als ich in so einen tückischen Hinterhalt geraten bin, war, als Scarlet mir den Hintern versohlt hat. Ich habe den Meister des Friedens nicht gefunden. Wir müssen weitergehen. Seid ihr bereit? Natürlich, aber wir müssen die Augen offen halten. Hier gibt es einen Mordrim, der fies wie sonst was ist. Wenn er zu uns aufschließt, werde ich ihn aufhalten. Kämpft nicht, lauft einfach. Wir werden das zusammen schaffen. Ihr kämpft, ich suche. Gut, dann... Nicht mehr lange und wir... das war an uns vorbei, das ist alles gut. Dann haben wir unser ganzes Team wieder zusammen. Nein, da kommt der blöde Dreckshund. Oder? Nö, jetzt doch nicht. Gut, ist ich plötzlich umentschieden. Machen wir den Mordrim Dreschern das Leben zur Hölle. Und dann holen wir uns unsere Kaschmir. Ekelhaftes Ding. Na schön, wenn ihr es so haben wollt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung dafür ist. Hier geht es nicht weiter. Sah aber auch nicht so aus, als würde es da wirklich weitergehen. Ah, so viele Gegner. Wir müssen durch das gesamte Labyrinth hier durch, ja? Oh, Bums! Rüstung verbessert. Okay, an der Mitte vorbei. Und dann... Ah, wir müssen auf die gesamte andere Seite. Naja, kein Problem. Kriegen wir hin. Ja, aber wäre es Gott ein Durchgang sein können. Wo muss es doch hier wieder einen Durchgang nach draußen geben? Oder wir müssen nochmal ganz außen rum. Drin sieht seltsam aus. Was leuchtet denn da oben so? Oh, ein böser Mordrim Drescher. Na schön, wenn ihr es so haben wollt. Ach ja, das bisschen Pein, was soll's. Okay, dann gehen wir jetzt hier unten lang. Und wieder hier durch. Und dann sollten wir drüben auf jeden Fall zu Kasmer kommen. Treffen wir jetzt wahrscheinlich gleich erstmal wieder auf das Hundi. Jetzt zwar nicht so scharf drauf, aber... Na los doch! Schlag mich! Er ist in unserer unmittelbaren Nähe. Und wenn wir ihn finden, dann... vermöbeln wir ihn! Bam! Bam! Vielleicht mal die Elite draufballern. Schön festhalten mit den Netztürmen. Oh, das sind gruselige Geräusche, die die Teile von sich geben, ey. Gut. Vorerst aufgehalten, hier lang. Und dann können wir jetzt hier drüben durch. Ja, sehr gut. Oh, noch so eine Dschungelranke. Ja, na los, schlagt mich. Ich schlage zurück. Rüstung verbessert. Ist ja nicht wie in der Bibel. Wir fangen ja nochmal hinhalten, wenn jemand einen gehauen hat. Sind hier gnadenlos. Schlag um Schlag. Ist beeinträchtigt. Lang vielleicht? Den gesegneten Sechsen sei Dank. Ein freundliches Gesicht. Kommt ins Licht. Das wäre da zu oben lang. Naja, kein Problem. Alter, sind das jetzt hier viele Viecher. Zustand bessert sich. Alles erledigt? Alles erledigt.
Jory? Jory, seid ihr das? Ich bin hier. Oh. Ihr lebt. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich hätte euch fast übersehen. Hier ist es so dunkel. Ich habe eine Lichtquelle heraufbeschworen. Vielleicht hilft das. Gut, marschieren wir weiter. Oh. Lichtquelle also, ja? Jetzt ist es wesentlich heller. Ah. Dschungelranke. Zur Mitte, dann müssen wir jetzt ja eigentlich nur den Weg zurück, den wir schon gegangen sind. Ich höre schon wieder Mordrim. Zumindest diese schnaufenden, grunzenden Geräusche, die sie machen. Oje, meine, das sieht heikel aus. Da wollen wir hoch. Da muss ich vorher nochmal einen Schluck Wasser trinken. Das könnte da, das da. Da wartet bestimmt das, die Hölle auf uns. Und konnte sich nur der Meister der Zephyriten einfach ganz alleine aus dem Staub machen? Ich meine, ist dem nicht klar, dass der Oppi, kann der sich so gut verteidigen, der Alte? Der war ja nun mal, weiß Gott, nicht mehr der Jüngste. Alles gut, alles gut. Oh. Mordrim Bestie. Da ist das Ei. Da ist das Ei. Da ist der Zephyriten-Opa und das Ei. Der Meister des Friedens. Huch. Na dann. Versuchen wir den mal Platz zu machen hier. Ah, so ein Troll. Ah, die kann man dann wenigstens auch ordentlich aus dem Konzept bringen. Zustand bessert sich. Hey, kannst du nicht einfach meine Türme kaputt machen? Widerliche Bestie. Wie, aua, in diesen Fällen will ich nicht drin stehen. Nein, 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 nein. Puh, ich habe die Akku von den Bienen nicht mehr. Bienenakku ist unangenehm. Du hast schön durch die Gegend geschubst. Sehr gut gemacht. Oh, wow, 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 wow. Nicht wieder die Bienen-Akku. Bienen-Akku. Ich will aber nicht. Lass mich. Ja, das schmilzt ganz gut. Dann so eine Buffo sogar. Mein armer Golem, der stand in den Bienen drin. Los, Bienenhund, sag deinen Bros, sie sollen mich in Ruhe lassen. Deine Bienen. Bestäube dich. Und bespringe dich, weil ich ein Bienenhund bin. Ja, ja, ja. Oh. Du musst immer Akku auf mich. Greif doch auch mal die anderen an, die sind schließlich unverwundbar. Wie hat der Meister des Friedens sich gegen den verteidigen können so lange? Er muss doch schon ewig hier im Labyrinth hocken. So lange wie wir hier im Labyrinth gehockt haben. Ganz schön tough. Nicht schon wieder. Okay, alles gut. Au. Danke, Braham. Au. Schon. Mehr Damage. Wow, 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 wow. No, 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 no. Schnell. Aua. Wow, das war knapp. Au. Ey.
Der Kerl ist auf mich draufgefallen. Leute? Hallo? Foxy? Kashmir? Majorie? Graham? Boah. Ehrlich, wenn einer von euch mal liegt, ne? Da überlege ich mir aber ehrlich, ob ich den retze. Keine Zeit für Erklärungen. Kate, wartet. Was macht ihr denn da? Was mit dem Opa jetzt? Nein! Nein, der Meister des Friedens ist tot! Was? Ah! Was ist passiert? Roxy! Der Meister des Friedens ist tot. Ach nein, und Case ist weg, das Ei auch! Ich habe geschworen! Ich habe gesehen, wie Case mit dem Ei fortgerannt ist. Gut, wir werden sie finden. Sie ist eine Silvari. Und was wollt ihr damit sagen? Nichts, ich wollte nur, wieso sollte sie damit fortlaufen? Sie wäre nicht die erste uns bekannte Silvari, die... Ich weiß nicht, sie ist manchmal nur schwer zu verstehen. Davon spreche ich doch. Wie gut kennt ihr sie? Ich weiß, dass sie ihr Leben für mich und für Tyria so viele Male aufs Spiel gesetzt hat. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen herausfinden, wie wir sie finden können. Rox, Jory, ihr kommt mit mir. Cass, Braham, ihr kümmert euch um den Meister des Friedens. Das können wir tun. Sollen wir uns dann irgendwo treffen? Wo? Im Hain. Ob wir sie finden oder nicht, das ist unser nächster Halt. Der blasse Baum? Seit der Schatten des Drachen beim Gipfeltreffen angriff, ist sie mal bei Bewusstsein und mal nicht. Wer kennt Case besser? Ohne die blasse Mutter zu fragen, können wir Case Beweggründe nur erraten. Ich werde im Hain nach ihrem Zustand fragen lassen. Bringen wir den Meister des Friedens zu seinem Volk zurück. Ich bereite ihn für die Reise vor. Oh, der arme Kerl. Oh, Schwarzlöwenthronschlüssel. Die Sode verschlungene Pfade abgeschlossen. Jetzt kümmern wir uns um die Saat der Wahrheit. Wir haben wieder neue Infos bekommen. Und eine Truhe. Vermächtnis des Meisters des Friedens. Oh, was für eine erfreuliche Überraschung. Karapax-Handschuhe. Die sind sogar ganz nice. Die schweren vor allen Dingen. Die sehen vor allen Dingen bei Asura sogar mal nett aus. Das wären jetzt die mittleren. Das hier wären die leichten. Zumindest sehen sie bei Asura so aus. Ich finde die schweren ja ganz nice. Aber da weiß ich noch nicht, welche ich davon nehmen werde. Habe ich zufällig eine Truhe dabei? Jo! Ein Festverstärker! Nicht übel. Stoffwechselstarter. Okay, sofort Reparaturkanister. Naja. Weiß gar nichts. Und lauter Beutetaschen. Statistisch gesehen ist das sehr selten. Total nützlichen Sachen, wie zum Beispiel Orikalkomolz für die Exen. Puh, das war ja spannend jetzt. Kommandant Sarah Schwetterfels, wir haben eure Anfrage, mit dem blassen Baum sprechen zu dürfen, erhalten. Sie hat klare Momente, doch diese sind unvorhersehbar und werden von langen Abschnitten der Bewusstlosigkeit unterbrochen. Bitte kommt, wann es euch genehm ist, aber ihr müsst warten, bis sie erwacht. Heilkundige Eine des Hains. Na dann schauen wir uns das nächste Mal an.